Hallihallo Leute und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kaiba klärt auf. Hier schauen wir uns an, wieso die Dinge so sind, wie sie sind. Ja, heutige Ausgabe, nochmal eine Folge von Wieso ist diese Karte verboten? Hier schauen wir uns die Bannedlist an, respektive die Karten auf der Bannedlist, die als verboten deklariert sind und fragen uns, wie kommen die auf die Liste, sollten die noch da sein und könnten sie davon wieder wegkommen? Heute, kleines Monster, großer Effekt. Verwandlungskrug. Wer den nicht kennt, wir schauen uns den gemeinsam kurz an. So sieht die Karte aus. Verwandlungskrug, Morphing Jar auf Englisch. Wir haben hier 600 Verteidigungspunkte, 700 Angriffspunkte, 2 Sterne und einen sehr, sehr knappen Effekt. Beide Spieler werfen ihre gesamte Hand ab, dann ziehen sie 5 Karten. Ja, wieso das gut ist, das schauen wir uns gleich an. Zuerst noch, wann kam die Karte raus? Und wann wurde sie dann wieder verboten? Erschienen ist sie am 1. Oktober 2002 im Tournament Pack 2, sehr passend. Und ja, da konnte man sie zuerst als erstes Mal ziehen, konnte sie dann spielen. Das kleine Krugmonster hier, das erste seiner Gattung. Und verboten wurde sie dann am 1. April 2014, also 12 Jahre später. Wo könnt ihr den Verwandlungskrug ziehen? So, jetzt kommt eine lange Liste. Den gibt's in Dark Beginning 2. Es gibt ihn im Champions Pack 1. Es gibt ihn im Structure Deck Rise of the Dragon Lords. Es gibt ihn im Retro Pack 2. Als auch in der Duelist League. Und in der Gold Series 4. Das war aber noch nicht alles. Auch bekommen könnt ihr ihn in Battle Pack Epic Dawn, im Mega Pack Yugi's World und in der Gold Series, also in der Premium Gold Series, ist er auch drin. Ja, was kann das kleine Mönsterchen, das es rechtfertigt ist, auf die Liste zu setzen? Es lässt euch 5 neue Karten nachziehen, egal wie viel ihr gerade in der Hand habt. Es kann eurem Gegner gute Karten aus der Hand schmeißen. Und es gibt eine Karte, die nennt sich Jackpot 7. Mit der ihr gewinnt, wenn die Karte durch einen gegnerischen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, aus dem Spiel entfernt wird dadurch. Und sobald das dreimal passiert, habt ihr gewonnen. Also wenn jetzt Morphing Jar dem Gegner gebt, ihr habt dreimal Jackpot 7 auf der Hand, greift den gegnerischen Verwandlungskrug an, dann gehen die auf den Friedhof, durch ihren eigenen Effekt werden sie entfernt. Und ja, schon habt ihr gewonnen. Viel zu stark, viel zu lästig. Braucht es nicht. Ja. Zweites Thema, Dark World. Ein Deck, das eigentlich an sich schon sehr stabil ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt 3, 4 Dark Worlds auf der Hand, habt einen Verwandlungskrug, ihr könnt die ganzen Dark Worlds abschmeißen, 5 neue Karten ziehen, die Effekte der Dark Worlds aktivieren sich noch alle. Das ist schon relativ heftig. Auch, das muss man dazu sagen, wenn Verwandlungskrug etwas langsam ist. Des Weiteren gab es da ein Deck, das nannte sich Empty Jar, angelegt an den Morphing Jar 1, 2. Und das basierte darauf, das gegnerische Deck auszulöschen, gerne auch im ersten Spielzug. Ja, das war relativ lästig, denn man konnte das mit relativ wenigen Karten machen, es war relativ konstant. Und wenn es mal nicht lief, dann konnte man sich so lange hinter seinen Mönsterchen hier verstecken, bis der Gegner einfach keine Optionen mehr hatte. Anderer Punkt ist, Friedhof ist heute nicht mehr das, was er mal war. Karten im Friedhof sind sehr, sehr wertvoll und Morphing Jar schmeißt euch mal 5 davon rein und ihr zieht dann 5 neue Karten. Stellt euch das mal in Burning Abyss beispielsweise vor. Morphing Jar stirbt wahlweise oder vorzugsweise sogar, indem er angegriffen wird im Kampf. Ihr schmeißt 5 Burning Abyss Monster ab, holt euch in der Endphase ein paar Burning Abyss Monster wieder aufs Feld, dürft noch Karten suchen, könnt Karten verbannen und was die kleinen Kerlchen sonst noch so alles können. Ja, muss ich noch mehr sagen? Ich glaube nicht. Morphing Jar, eine sehr, sehr gute Karte, wurde dann letztendlich von Konami ja, verboten. Und die Frage, die sich da immer stellt, ist, ist das gerechtfertigt? Gute Frage und Antwort ganz klar, jein. Zum einen, ja, sie ermöglicht viele Spielzüge. Zum anderen, nein, man hätte sie nicht verbieten müssen, denn sie bringt auch kleine Decks weiter nach vorne. Also wenn wir jetzt den Morphing Jar noch hätten, denke ich, würde Dark World vorne mitspielen können. Burning Abyss wäre auch stärker, würde also auch weiter vorne mitspielen können, was sie sowieso schon tun. Empty Jar wäre sicher auch eine Variante, gerade mit Dimensionsriss und Makrokosmos.
und mit Morphing Char Nummer 2 zusammen, ist das ein sehr, sehr spannendes Deck, das ich persönlich sehr gern gespielt habe. Andere Frage, kommt die Karte zurück? Ich glaube, nein, vorerst nicht. Sie könnte zurückkommen, wenn das ganze Pendulum-Zeug sich dann mal ein bisschen gefestigt hat, wenn die Pendelmonster im Spiel wirklich angekommen sind und Konami die nicht mehr so supporten muss, wie sie es gerade aktuell tun. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr die Pendelmonster auf der Hand habt, auf dem Feld gehen sie aufs Extra-Deck, wenn ihr sie auf der Hand aber abschmeißt, dann gehen sie auf den Friedhof. Das macht sie weniger stark. Also Morphing Char und, das sehen wir dann morgen, auch Morphing Char 2 sind unglaublich gute Karten gegen Pendeldecks. Und da wollte Konami verständlicherweise einen Riegel vorschieben, denn die wollen diese Decks promoten. Ja, soweit zum Morphing Char, das war meine bescheidene Meinung, wie Säure. Schreibt es mir in die Kommis rein. Ist immer schön, das zu lesen von euch. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch, das hilft uns sehr. Und falls ihr die nächste Folge auch schauen möchtet und die auf gar keinen Fall verpassen wollt, was ich euch sehr, sehr empfehle, dann gebt uns doch auch ein Abo. Das ist dieser rote Knopf hier unter dem Video. Damit kriegt ihr dann gleich eine Info, wenn wir neuen Content uploaden und ihr verpasst dann ganz sicher auch nicht den nächsten Hinweis fürs Gewinnspiel, der ja auch noch aussteht. Ja, das war's von mir für heute. Morgen gibt's dann den Verwandlungskrug Nummer 2. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder. Bis dann. Ciao, Leute.